Hallo, ich begrüße euch alle am Donnerstagvormittag. Ich bin in der Nähe vom Auerbacher Schloss, beziehungsweise ich habe jetzt gleich vor, hochzufahren und habe gedacht, ich nehme euch mal ein bisschen mit. Ich bin jetzt noch nicht ganz oben, sondern erstmal auf dem unteren Parkplatz und dachte, ich laufe hier mal ein bisschen durch die Weinberge durch und nehme euch mal ein bisschen mit. Schau mal, wie das klappt, dass ich euch hier was zeige. Genau, ich hoffe, die Bildqualität und die Verbindung ist auch gut und mein Gewackel hoffentlich auch in Ordnung. Ich dachte, bevor ich am Schloss bin, laufe ich erstmal hier unten ein bisschen rum. Zeige ich hier eine schöne Aussicht von der schönen Gegend hier. Meine Heimat ist es, also wie lange bin ich gefahren? Höchstens 10 Minuten, also oder weniger, ja, sagen wir mal 10 Minuten. Genau, hier gibt es jede Menge Weinberge. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber wir kommen gleich noch später mehr in die Weinberge rein. Wenn man hier schaut, hier ist zum Beispiel ganz viele Weinberge. Hier sieht man die Stadt von oben. Auch jetzt die letzten Tage wirklich wolkenfrei, kaum Wolken, nur so ein paar kleine Wölkchen, ansonsten blauer Himmel. Also wunderschönes Wetter, es ist warm. Es ist noch angenehm, später wird es wahrscheinlich noch heißer. Deswegen habe ich gedacht, jetzt, bevor es dann zu heiß wird. Damit ihr mich auch ein bisschen seht, ich sehe ein bisschen müde aus, kann das sein? Ich sehe irgendwie nicht so ausgeschlafen aus. Ich habe eigentlich gut geschlafen, aber die Hitze, die ist auch ein bisschen anstrengend, finde ich. Ich sehe das im Hintergrund, sieht man auch das Schloss hier. Da werde ich gleich hochfahren. Okay, da sind Leute, da laufe ich jetzt einfach mal geräuschlos vorbei. Sich, dass man nur mich sieht, nicht die Leute. So. Komisch, ich fühle mich aber fit. Ich sehe nicht so fit aus, aber ich fühle mich eigentlich fit. Keine Ahnung, woran es liegt. Irgendwie habe ich vielleicht ein bisschen Sonnenbrand im Gesicht. Das könnte auch sein, dass es daran liegt. Also eigentlich fühle ich mich fit, auch wenn ich nicht so aussehe. Genau, hier ist auch ein schöner Weg. Hier ist auch jetzt schon einer mit dem Hund vorbeigelaufen. Also schöner Platz zum Gassi gehen hier. Also ich denke mal, vielleicht habe ich ein bisschen Sonnenbrand. Also ich fühle mich fit. Obwohl es nicht so aussieht halt. Genau. Ja, laufen wir mal hier ein bisschen lang. Ehrlich gesagt, wollte ich auch gerade ganz hochfahren, schon gleich zum Schloss, aber die Polizei ist mir da hinterher gefahren und die habe ich jetzt keinen Bock gehabt, den ganzen Weg bis nach oben, dass sie mir hinterher fahren. Habe ich gedacht, ich halte erstmal auf dem unteren Parkplatz, laufe hier ein bisschen rum. Ich hoffe, die dann nicht oben sind und irgendwas ist da und ich bin da jetzt gerade am Tatort, da habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. Na mal schauen, vielleicht sind sie auch weg, vielleicht sollen sie auch nur kurz was schauen. Nichts Dramatisches vielleicht. Ich denke mal, Kaffee habe ich auch schon getrunken eigentlich. Na, ich bin nicht wach, ich bin nicht ganz wach, aber egal. Ich nehme euch mit, beziehungsweise nur Sagor. Ist ja auch überraschend, also jetzt, ich habe es gar nicht groß angekündigt, war auch eine spontane Aktion. Und ich sage, um die Uhrzeit, ja, müssen klar, natürlich die meisten arbeiten. Nicht jeder ist im Homeoffice und kann dann irgendwie Stream nebenbei laufen lassen. Das kann ich nicht genau sehen. Ah, Gary. Ah, Gary ist auch da. Ah ja, genau. Der kann auch während der Arbeit immer mal ein bisschen reinschauen. Ich meine, jetzt gehe ich mal hier rüber, damit man auch hier ein bisschen was sieht. Also, ich hoffe, die Bildqualität ist gut. Also, es ist wirklich wunderschön hier durch die Weinberge. Wir sind ja eine Weingegend. Da schreibt noch jemand, aber ich kann es gar nicht richtig lesen, weil das Licht ist gerade so schlecht. Dallo ist auch da, ein
Cola Waking Ultra, natürlich. Hallo Dallo, schaut auch ab und zu mal kurz rein. Genau, wirklich wunderschön. Also ich komme aus der schönsten Ecke Deutschlands, aus Südhessen natürlich. Kann man da auch mit dem Scooter gut fahren? Oh, also hier vielleicht schon, aber der Weg hoch muss ich mir mal angucken, ob du da gut fahren könntest. Ist ein bisschen holprig teilweise. Ich würde sagen, ich drehe mal wieder um. Ein bisschen müde bin ich schon. Aber Kaffee habe ich auch getrunken. Ich muss allerdings auch sagen, ich war gestern mal wieder schwimmen im See. Habe das schon jahrelang nicht mehr gemacht. Ich glaube, ich habe ein bisschen Muskelkater. Mir tun Muskeln weh, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie habe. Oder ich habe nicht mehr gewusst, dass ich die noch habe. Sagen wir es mal so. Ich überlege auch dann vielleicht heute nochmal an den See zu gehen. Mal sehen. Ich weiß nicht, könnt ihr sehen, da oben ist das Schloss auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr könnt sehen von der Sonne aus. Blendet die nicht vielleicht. Und da links oben ist ein, wie nennt soll man sagen, so ein Funkturm. Ich glaube, den haben die Amis mal aufgebaut oder beziehungsweise die hatten einen, der da zerstört worden ist und da ist wieder einer aufgebaut worden. Und da oben gibt es auch eine Gaststätte. Also es ist ein sehr beliebtes Wanderziel. Auch vom damals Dr. Best, als er noch fit war, ist er da immer sonntags hin, hat er immer gesagt, hat er was gegessen, getrunken. Ich meine, er hat gesagt, gibt es eine gute Erbsensuppe, kann das sein? Ich meine. Und im Schloss selbst gibt es natürlich auch eine Gaststätte. Aber da erzähle ich noch was, wenn wir oben sind. Genau. Halt. Damit ihr mich auch ein bisschen seht. Ja. Ich laufe jetzt zurück zum Parkplatz und werde dann mit dem Auto weiter hochfahren. Ich muss dann mal schauen, ob ich den Stream anlasse. Ich weiß nicht, ob die Verbindung stabil ist oder abreißt. Jetzt kommt gerade die Benachrichtigung auf Discord, dass ich online bin wahrscheinlich. Puh, ist jetzt schon ordentlich warm, also. Gehen wir mal da ein bisschen rüber. Das ist, glaube ich, interessanter, wenn ihr hier von der Gegend ein bisschen seht. Ist auch ein bisschen anstrengend für den Arm. Ich hoffe, ich wackel nicht zu sehr rum. Also hier könnte man noch nach links weiter. Aber ich denke, ich werde hochfahren zum Schloss. Also man kann natürlich, wenn man viel Zeit hat, den ganzen Tag oder so, kann man natürlich auch zum Schloss hochlaufen, aber da bin ich ehrlich gesagt zu faul heute. Ich schwitze jetzt schon die paar Meter, also es ist jetzt schon sehr heiß, sehr warm. Ich weiß nicht wie viel, 25, 26 Grad mindestens schon. Da kommt man schon vom bisschen Laufen ins Schwitzen. Okay, es geht jetzt auch ein bisschen bergauf und die Sonne knallt. Und wie gesagt, keine Wolken, nur so ein paar Wölkchen, aber wirklich blauer Himmel. War auch die letzten Tage schon so. So, von hier unten sieht es gar nicht so spektakulär aus, aber wenn wir näher dran sind, sieht man, dass das schon ein beeindruckendes Schloss ist, was auch sehr gut erhalten ist und was teilweise auch wieder begehbar gemacht wurde. Das finde ich auch toll, dass man das nicht einfach verfallen lässt, sondern wirklich Geld reinsteckt und das für die Nachwelt erhält bzw. teilweise auch wieder in Ordnung bringt. Ja. So,
So, ich habe auch die Uhrzeit jetzt gewählt, da hochzufahren, in der Hoffnung, dass auch nicht so viel los ist. Aber wenn man halt live streamt, ist blöd, wenn dann zu viele Leute rumlaufen. Und ja, soll man ja nicht fremde Leute filmen oder im Streams zeigen, kann man ja verklagt werden. Und das will ich nicht. Ich hoffe auch nicht, dass irgendwie eine Schulklasse da oben ist. Ist ja auch ein guter Ausflugsort, gutes Ausflugsziel für eine Schulklasse. Haben wir auch früher oft gemacht in der Schule. Also nicht zum Auerbacher Schloss, meine ich, weil das war ja direkt vor der Tür, sondern zu anderen Orten. Genau, ich will mal hoffen, dass da nicht allzu viel los ist da oben oder am besten gar nichts. Die Leute können hochfahren, wenn wir fertig sind, wenn ich fertig bin vielleicht. Ja. Tut mir leid fürs Gewackel. Jetzt nichts Spektakuläres hier auf dem Weg, aber wenn wir dann oben sind, ist es interessanter. Kann man auch mehrere Türme, wie nennt man das? Nennt man das Türme beim Schloss? Ich glaube ja, Türme. Kann man hoch? Ich jetzt mal die Ansicht ändern, weil da stehen Leute, sitzen Leute im Auto auf dem Parkplatz. Deswegen seht ihr mal kurz nur mich. So, da steht mein Auto. Hallo, wer ist das? Sepp? Zeplo Kaka. Ich kann gerade nicht so gut lesen den Chat. Mir geht's gut, danke. So, jetzt schaue ich mal, wie ich die Kamera platziere. Wenn ich hochfahre. Vielleicht geht's so, oder? Ich glaube. So, bin wieder da, hoffentlich. Schreibt da mal jemand, ob ich wieder online bin. Ah, ich sehe wieder Zuschauer. Es scheint wohl, als wäre ich wieder online. Die Verbindung ist abgebrochen. Klar, ich bin hier mitten durch den Wald gefahren. Da kann es schon mal sein, dass die Verbindung abbricht. Auf jeden Fall, jetzt bin ich wieder da. Konnte jetzt leider nicht lesen, was die letzten Nachrichten im Chat waren. Irgendjemand hat auf jeden Fall noch was geschrieben. Ich konnte es leider nicht lesen. Also falls derjenige noch da ist, einfach nochmal schreiben. Vielleicht war es auch ein Gary oder so, der geschrieben hat, irgendwie er ist wieder weg, weil er irgendwie arbeiten muss. So, ich habe mich entschieden, ein bisschen noch zu laufen zum Schloss. Also es ist nicht weit. Ein bisschen kann man ja laufen. So mitten durch den Wald. Ein Stück bis zum Schloss. Da war eben so ein
wie sagt man, so ein Eislieferant, Anlieferer. Ich weiß nicht, ob es Bofrost war oder sowas. Auf jeden Fall so ein Kühlwagen, der bestimmt die Gaststätte vom Schloss anliefert mit Sachen. Gibt es ja eine Gaststätte, da kann man was essen und trinken. Ist allerdings halt auch sehr teuer. Klar, die nutzen das aus. Die Sehenswürdigkeit hier, kommen auch viele Touristen und die sollen natürlich auch zahlen. Gut, es kostet sicher auch alles Geld, dann auch im Schloss was instand zu halten, in Ordnung zu bringen. So, was ich schon mal sagen kann, also es gibt auch so verschiedene Veranstaltungen, so Ritterspiele oder so ein Rittermahl oder so, wo man sich anmelden kann, wo man teilnehmen kann. Ferienwohnungen haben sie auch, die nicht gerade günstig sind. Also Ferienwohnungen direkt im Schloss. Und man kann sogar seine Hochzeit feiern, was sicher auch sehr teuer ist. Und wenn ihr es mitbekommen habt, der Butzlabbe hat ja seine Hochzeit auf dem Auerbacher Schloss gefeiert. Also ist schon was Besonderes, denke ich, auf dem Auerbacher Schloss zu heiraten. Aber wie gesagt, bestimmt nicht günstig. So, wir sind jetzt gleich da. Naja gut, was heißt gleich? Es dauert schon noch eine Minute, denke ich, muss ich noch laufen. Aber ich kann das Schloss schon erahnen. Hinter diesen Bäumen ist es auf jeden Fall. Ihr seht jetzt noch nichts, aber ich weiß, es ist da. Und gleich seht ihr es. So, seht ihr mich nochmal? Kann das sein? Ich sehe jetzt fitter aus. Irgendwie bin ich jetzt auch ein bisschen wach. Ich habe auch einen Kaffee daheim getrunken. Das hat auch gut getan. So, dann gehe ich mal hier rüber. Tut mir leid für mein Gewackel. Aber ich bin hier halt am Smartphone. Da kommt ein Fahrradfahrer. Da ist der Weg, die Brücke zum Schloss. Und das ist wahrscheinlich der Burggraben. Hat nur kein Wasser. Hier waren immer Schlangen natürlich im Burggraben. Und wahrscheinlich auch Drachen. Wie viel Kilometer bin ich schon gelaufen? Nicht viel. Jetzt vom Parkplatz bis hierher vielleicht 1 Kilometer, denke ich. Schätze ich jetzt 1 Kilometer waren das. Warst du eigentlich schon mal oben auf dem Schloss? Warst du schon mal da? So, hier sieht man die Mauer und hier ist so ein, ich weiß nicht, ob das ein Rest von Mauer ist. Es sieht fast so aus, als wäre da mal so ein Anbau gewesen, der irgendwann abgebrochen ist oder zerstört worden ist. Das ist auf jeden Fall, also hier ist auch so eine Art Mauer, hier am Äußeren, im Äußeren. Hallo, Schumacher Live. Hi, mir geht's gut. Ja, mit dem Scooter wirst du da nicht hochkommen, das ist zu steil. Ich glaube, das wird nichts. So, hier sehen wir von außen die Mauer ein bisschen von der Burg, von dem Schloss meine ich natürlich. Burgschloss, es ist ein Schloss. Wobei ich gar nicht weiß, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Burg und Schloss. Ich weiß es gar nicht. Lass mich mal googeln. So, ich gehe mal hier auf die Ansicht. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel da Oktoberengel. So, ich bleibe auf der Ansicht. Ich
Hallo Oktoberengel, wie geht's dir? Ich hoffe, da ist auf. Ist da zu? Nee, da ist auf. Ich dachte schon, da wäre zu und wir können nicht rein. Ich kann nicht rein. So, da sieht man das ein bisschen noch von außen. Natürlich ist schwer das alles. Nee, Urlaub habe ich nicht. Ich habe heute nur frei. Urlaub habe ich dann wieder im Juli, wenn die Arten Games ja sein sollte, die ja ausfällt, die ja nicht ist. Da habe ich leider Urlaub eingetragen. Alles klar, im Homeoffice ist Oktoberengel, das ist nett. Dass du den Stream nebenbei laufen lässt. Also. Ein paar Infos, ja gut, die haben es abgeklebt, aber die haben von 11 Uhr bis 17 Uhr ist da offen. Kann man rein. Ruine geöffnet, da steht es ja. Mittwoch bis Sonntag, das heißt Montag und Dienstag ist zu. So, okay, dann gehen wir hier mal rein. Sieht auf jeden Fall klasse aus, finde ich hier. Das Verrückte ist, wenn man hier direkt wohnt, kommt man so oft selbst nicht so oft hierher. Und hier ist eben die Gaststätte. Moment, da kommt jemand. Ich will ja heute nicht filmen. Moment. So, gehen wir mal noch rein. Die ersten Treppen hoch. Die Gaststätte ist hier links. Das sieht fast so aus, also als wären wir hier so die einzigen. Ja, gehen wir doch mal rein, würde ich sagen. Ja, da kotzt irgendwie einer im Hintergrund. Ah, den Drachen, kann man es auch schon gucken. Da kann man auch lustige Bilder am Drachen machen. Ja, wir gehen noch mal ganz nah ran, wenn wir schon mal hier sind. Wer nicht brav ist, wird hier eingesperrt. Sieht fast aus wie so ein bisschen wie eine Guillotine, heißt das so, aber natürlich ist da jetzt kein spitzes Beil dran. Da kann man auch wunderbar sitzen draußen, gerade jetzt bei dem schönen Wetter. Und da ist der Drache. Er sieht nett aus, oder? Sieht aus wie ein netter Drache. Kann man auch streicheln, den Drachen. Gehen wir nach oben. So. Das sieht auch eher mehr aus wie ein Burggraben. Ist es vielleicht ein zweiter Burggraben? Gibt's sowas? Ich weiß nicht, ob es hier früher Wasser gab. Ganz, ganz früher meine ich halt. So, hier ist irgendwas abgesperrt. Hier gibt es verschiedene Veranstaltungen auch ab und zu. Also sieht es wirklich so aus, als wären wir die Einzigen. Das heißt, ich kann hier in Ruhe rumlaufen und filmen, ohne dass ich darauf achten muss, dass man irgendwie Leute ins Bild nicht bekommt. Also, dass man denen vorbeifilmt.
So, also hier ist auf jeden Fall ein Turm. Den haben sie vor ein paar Jahren wieder begehbar gemacht. Ich weiß nämlich, als Kind durfte man da nicht rein. Und hier ist der zweite Turm, der schon länger begehbar ist, auf jeden Fall. So. Und die bösen Leute wurden hier eingesperrt. Ich weiß gar nicht, wie tief das hier geht. Ich kann mal eine Scooter-Fahrtour machen. Ah, ich weiß halt nicht, ob du mit dem Scooter hier hochkommst. Das ist ein bisschen schwierig, aber ansonsten gerne natürlich. Tauben höre ich hier auch. Ruck, ruck, ruck. So, gucken wir mal, ob wir hier schon eine gute Aussicht haben. Aber ich glaube, wir müssen noch höher für eine bessere Aussicht. Hier sieht man jetzt noch nicht so viel. Der große Baum ist auch interessant. Dieser Baum da ist auch ein Highlight, aber das schauen wir uns später an. Ich würde sagen, wir gehen mal in den ersten Turm hier. So, die Verbindung war wieder abgerissen. Ich hoffe, ich bin wieder da. Im Turm, ja, habe ich keine Verbindung. Aber jetzt dürfte ich wieder online sein. Ich habe es schon geahnt, dass da die Verbindung abreißt. Wir sind jetzt an der Stelle, wo es nicht weitergeht. Also theoretisch könnte man das auch vielleicht wieder begehbar machen irgendwann, aber da oben ist jetzt nicht so viel. Wahrscheinlich lohnt sich das nicht. So, also es geht noch höher. Wir sind noch nicht ganz oben. Ich bin mal gespannt, wie das Video dann am Ende wird. Okay, Zuschauer werden mir wieder angezeigt, das heißt, ich habe wohl offen wieder eine Verbindung. Falls ihr nichts seht, drückt doch mal auf eurem PC, wenn ihr am PC seid, F5. Drückt doch mal die F5-Taste, dann falls der Stream hängt. Ich schreibe es auch mal kurz in den Chat rein. Also falls die Verbindung wieder abreißt und ihr seid am PC, am besten F5 drücken. Schöne Aussicht, ja, das stimmt. Das sieht man auch auf die Stadt, die schöne Landschaft hier. Wirklich sehr schön. Und das ist der andere Turm. Und da ist dieser Funkturm auf diesem anderen Berg. Da oben geht es nicht weiter. Ich denke, das ist zu zerstört. Hier oben war auf jeden Fall auch noch was. Aber das kann man wohl nicht mehr restaurieren, denke ich mal. Das Tolle ist, die machen immer mal wieder. Machen die was, bringen die was in Ordnung, restaurieren irgendwas. Dass das Schloss immer weiter hergestellt wird. Ich weiß halt nicht, ob man jetzt noch viel mehr machen kann. Die haben schon sehr viel hier gemacht. Ich gehe hier mal ganz hoch. Ich hoffe, die Verbindung bricht nicht ab. Wieder. Aber vielleicht klappt es auch jetzt, weil wir sind schon ziemlich weit oben.
festhalten. Schon interessant, in so einem Schloss zu sein. Hier geht es auf jeden Fall nicht höher. So. Hier wurde noch so ein Gitter gemacht, keine Ahnung warum. Wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen. Hier gibt es jetzt so einen ganz engen Weg. Jetzt ist mal kurz dunkel. Also es ist wirklich sehr eng hier. Große, dicke Personen haben hier Probleme hochzukommen. So. Hier hat man jetzt auf jeden Fall eine wunderschöne Aussicht. Das Telefon gut festhalten, nicht dass es mir aus der Hand rutscht. Das wäre ein bisschen doof. Dann wäre es das mit dem iPhone gewesen, glaube ich. Vor allem, ich würde es dann auch wahrscheinlich nicht mehr finden. Umlaufen. Und oh, da geht es noch höher. Das habe ich noch nicht gesehen, dass es hier hoch geht. Darf man hier überhaupt rein? Ich habe Zweifel, ob man hier überhaupt rein darf. Gut, wir laufen erstmal hier weiter rum. Einmal rum und hier hängt die Fahne. Das ist quasi die Farben von unserer Stadt, die Stadtfahne. Hier oben. So. Das ist der Blick zum zweiten Turm. Also hier ist eine Tour. Oh, danke, Gary, für deinen 5. Monat. Dankeschön, vielen Dank. Hier ist offen, aber ich weiß nicht, ob man hier rein darf. Normal ist hier zu. Da ist Stroh drin. Warum ist denn da Stroh drin? Vielleicht arbeitet da auch oben jemand. Das kann auch sein, dass deswegen offen ist. Ich mach's mal so, wie es war. Also normal. Heute hat hier einer vergessen, richtig abzuschließen. Gut, da gibt's aber auch nichts Interessantes zu sehen. Ist hier ein Lichtschalter? Das sieht aus, als wäre hier ein Lichtschalter. Aber ich werde nicht drauf drücken. Ich mach's jetzt auch nicht. Okay, ich gehe wieder runter vom ersten Turm. Kann sein, dass jetzt wieder die Verbindung abbricht. Aber wenn ich aus dem Turm unten raus bin, dann müsste ich dann halt im Stream neu starten. Aber wir wollen natürlich auch noch auf den zweiten Turm. Da gibt es noch ein bisschen mehr zu sehen als hier. Aber hier war jetzt auch schon interessant. Oh, guckt ihr, seht ihr die Taube? Da ist eine Taube. Da hat eine Taube ihr Nest anscheinend. Hallo Taube, ich will dich nicht verjagen. Wohnst du hier? Ist es dein Zuhause? Hast du aber ein schönes Zuhause ausgesucht. Die Taube. Sehr cool. Okay, mal. Ah, ne, ich habe jetzt keine zweite Hand frei, sonst will ich mal ein Bild machen. Ah, ich will nicht, dass sie wegfliegt. Vielleicht hat sie da Eier oder Junge sogar. Will ich sie nicht stören. Lieber nicht. Interessant, wie kommst du hier überhaupt raus, Taube? Und wie kommst du rein? Also da kommst du nicht, durch das Fenster kommst du nicht. Vielleicht ist es geht auch wegen der Trauben gemacht worden. Wie kommt die Taube hier raus? Ich weiß es gar nicht. Die muss hier durch diesen engen Gang, dunklen Gang, irgendwie muss sie raus, sonst kommt die gar nicht raus. Oder da, wo sie gerade sitzt, ist so ein Gang, der da irgendwie durch die Mauern führt irgendwie. Also echt interessant. Oh, jetzt mault es ein bisschen. Es ist unangenehm. Okay, ich gehe mal weg. Ich lasse dich mal in Ruhe. Die zweite Option wäre, dass sie die Treppen hier runterfliegt und dann kommt sie so raus, aber schon interessant. Schönes Zuhause hat die Taube.
Das schönste Zuhause für eine Taube der ganzen Stadt wahrscheinlich. Aber wie bekommt sie Futter, wie bekommt sie Wasser? Da muss es schon irgendwie. Okay, sie muss hier die Treppen runter und dann kann sie da wegfliegen, klar. Okay, da waren wir ja eben. So, jetzt dadurch, wo die Verbindung abgebrochen ist. Ich versuche mal schnell durchzulaufen. Vielleicht hält dann die Verbindung. Und da ist auch Taubenkacke auf dem Boden. Ich war wohl wieder offline. Also F5, falls ihr am PC seid, einmal drücken. Jetzt bin ich auf jeden Fall wieder da. So, ich weiß nicht, was das ist. Das sieht so aus, als würden wir da irgendwie was Scharfes, so eine Axt oder ein Schwert oder so, gegen das Holz werfen, damit es möglichst stecken bleibt. So sieht's aus. Hier gibt es halt, wie gesagt, ab und zu verschiedene Aktionen, Sachen, die hier veranstaltet werden. Es sieht so aus, als können wir irgendwie einen scharfen Gegenstand, Waffe, hier dagegen werfen und versuchen, dass es stecken bleibt. Da ist auch eine Taube wieder. Es ist dieselbe Taube. Weiß nicht. Okay. Kein Plan, was das für ein Teil ist. Okay, wir kommen dann mal zum Brunnen. So, ich war schon wieder offline.
hierher, also hier hat er auch, es sind auch die Wurzeln von diesem einen Baum. Nochmal eine schöne Aussicht. Wunderschön. Wirklich gewaltig. Ups. Kein Ton? Das weiß ich. Und da ist eigentlich drin. Nicht ausgestellt.